und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute gibt's wieder mal eine Solo-Folge mit mir, weil ich gerade inspiriert worden bin durch einen Gedanken, den ich jetzt mit dir teilen möchte. Gestern am späten Nachmittag war plötzlich Instagram weg. Mein Social-Media-Hauptkanal. Ich bin dort unter die_Linguistin unterwegs. Ich muss ja gestehen, ich habe es am Anfang genossen. Ich hatte plötzlich keinen Grund mehr, das Telefon pausenlos in die Hand zu nehmen, Zahlen zu checken oder durch den Feed zu scrollen. Herrlich eigentlich für mich, erfrischend. Dann waren auch natürlich Facebook und WhatsApp weg. Der Kontakt war plötzlich ganz rasch auf ein paar wenige Menschen beschränkt. Herrlich, diese Pause. Verstehe mich nicht falsch, ich liebe Instagram und meine Arbeit dort. Es ist absolut seit 2,5 Jahren mein Lieblings-Social-Media-Kanal. Nicht umsonst stecke ich dort auch so viel Liebe hinein und nicht umsonst habe ich dort mittlerweile über 17.000 Follower, die sich alle für mehrsprachiges Familienleben interessieren. Aber auch mich kann die App gelegentlich natürlich tiefer hineinziehen, als mir das notwendigerweise gut tut. Und da freue ich mich manchmal über auch so eine erzwungene Pause. Gleichzeitig konnte ich relativ entspannt bleiben. Instagram ist bei Weitem nicht mein einziges Standbein in meinem Business. Ich habe, du weißt es, einen Podcast, ich habe auch einen Blog und ich habe eine Newsletterliste. Das heißt, ich kann mit dir und mit vielen anderen Menschen, für die meine Arbeit wichtig ist, auch so in Kontakt bleiben, selbst wenn jetzt zum Beispiel Social Media wegfällt. Darum bin ich gestern auch relativ ruhig geblieben, im Gegensatz zu sicher vielen anderen, für die Instagram das einzige Standbein ist und an dem das ganze Business dran hängt. Und wie ich dann so weiter darüber nachgedacht habe, über mein Business und worauf ich in Zukunft dann auch den Fokus legen möchte, denn natürlich stellt man sich oder habe ich mir diese Frage dann auch gestellt, was bedeutet das denn für mich jetzt, wenn Instagram weg ist? Aber wie ich so drüber nachgedacht habe, da ist mir plötzlich aufgefallen, dass es hier eine frappante Ähnlichkeit zum mehrsprachigen Familienleben gibt. Denn wenn man langfristig erfolgreich mit etwas sein möchte, dann ist es grundsätzlich nie ratsam, sich nur auf einen einzigen Kanal, eine einzige Strategie zu konzentrieren. Denn wenn die aus irgendeinem Grund wegfällt, dann kann es schnell eng werden. Kannst du dich zum Beispiel an die Folge mit Mareike erinnern? Die war vor kurzem bei mir im Podcast zu Gast und die Folge heißt Mehrsprachig in Liverpool. Mareike hatte sich darauf verlassen, dass ihre Tochter schon von ihrer Mama und regelmäßigen gegenseitigen Besuchen Deutsch lernen würde. Bis dann Corona kam. Und Mareike merkte, sie braucht eine andere Strategie, wenn ihr Kind auch ihre Muttersprache beherrschen soll. Oder stell dir vor, du nimmst dir vor, dass du deinem Kind einfach viel vorliest in deiner Sprache und dass es so die Sprache schon lernen wird. Ich habe schon öfter erlebt, dass ein Kind plötzlich eine Abneigung gegen Vorlesen entwickelt hat. In den meisten Fällen ist das temporär, aber wenn dann über mehrere Wochen dieser einzige Input wegfällt, dann fällt dir auch die einzige Quelle weg, auf die du gesetzt hast. Und ja, ich habe das schon alles erlebt. Ich habe das schon erlebt, dass Kinder gar nicht mehr vorgelesen haben wollen oder dass sie ganz spezifisch in einer Sprache gerade keine Bücher wollen. Auch meine Kinder hatten die Phase schon, da wollten sie keine griechischen Bücher. Jetzt im Moment lieben sie es gerade wieder heiß, dass ihr Papa ihnen auf Griechisch vorliest. Sogar ich darf manchmal auf Griechisch vorlesen. Aber es war bei uns kein Problem, dass das weggefallen ist zeitweise, weil es andere Kanäle gab, weil es anderen Input gab, den die Kinder auf Griechisch permanent bekommen haben.
Also genauso wie ich mich im Business nicht nur auf Instagram verlassen möchte, genauso wenig sollte sich eine mehrsprachige Familie nur auf einen einzigen Kanal verlassen. Drum sind meine besten kostenlosen Tipps zum Beispiel auch gleich 12 an der Zahl, nicht mein einer bester Tipp oder meine 3. Diversifikation sollte auch hier ganz groß geschrieben werden. Und genauso wie im Business auch Flexibilität. Man sollte in der Lage sein, sich Situationen und Veränderungen auch spontan anpassen zu können, neue Wege und neue Strategien parat zu haben, die einen fließenden Übergang ermöglichen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es bei mir keine One-for-All-Lösung gibt. Es gibt nicht den einen Weg, der für alle mehrsprachigen Familien funktioniert. Es gibt nur den Weg, der für dich und deine Familie funktioniert. Darum ist diese direkte Arbeit mit den Familien auch so enorm wertvoll und vor allem enorm effektiv, weil wir dann gemeinsam ganz genau schauen können, was ist denn bei euch gerade dran, was braucht deine Familie gerade, was passt gerade am besten zu dir, was passt gerade am besten zu deinem Kind und was könnt ihr euch vielleicht auch für die Zukunft noch im Petto halten. Darum ist das so effektiv, wenn wir ganz genau auf deine Situation schauen, können wir schauen, was braucht es bei euch. Und dann kann es sein, dass innerhalb von 1-2 Wochen schon die ersten Veränderungen da sind. Auch davon gab es schon etliche Geschichten bei mir im Podcast. Angela Stockinger zum Beispiel, deren Kinder, nachdem sie 7 Jahre lang kein Wort Deutsch gesprochen haben, immer gehört, aber nie gesprochen haben, die nach 7 Jahren dann plötzlich begonnen haben, innerhalb von 2-3 Wochen, wo Angela und ich zusammengearbeitet haben und ganz genau ihre Situation angeschaut haben, plötzlich begonnen haben, Deutsch zu sprechen. Heute hat Angela mit ihren Kindern fließende und vollständige Konversationen auf Deutsch. Auch das kannst du gerne im Podcast nachhören. Oder zum Beispiel die Folge mit Katharina Linden. Ein ähnlich gelegter Fall wie bei Angela. Hör dir diese Geschichten an und nimm dir das mit. Wenn man sich die Situation ganz genau anschaut, dann kann man gemeinsam Strategien entwickeln, die ganz genau zu euch passen. Wenn du Lust hast, dich auf diesen Weg zu machen und gemeinsam mit mir herauszufinden, was für euch gerade am besten funktioniert, wie ihr die Sprachen am effektivsten weitergebt und wie ihr am meisten Spaß und Leichtigkeit in euer Familienleben bringt, dann schau dir doch die Arbeit mit mir erst einmal kostenlos an. Beginn zum Beispiel mit meinen 12 besten Tipps. Und wenn dein Kind bereits spricht, dann melde dich jetzt auch gleich zur kostenlosen Themenwoche gemeinsam erfolgreich zweisprachig an. Wir starten am 18. Oktober und 5 Tage lang bekommst du jeden Tag von mir einen Impuls, der dich und deiner Familie garantiert weiterbringt. Sowohl den Link für die 12 besten Tipps, die du dir kostenlos holen kannst, als auch den Link für die Themenwoche findest du natürlich in den Shownotes. Und übrigens, wenn du dich für eines von beiden oder für beide womöglich sogar entscheidest und dich anmeldest, dann bist du damit auch auf meiner Newsletterliste. Das heißt, solltest du mir auf Instagram folgen und Instagram plötzlich weg sein, dann bist du trotzdem nicht von mir getrennt und bekommst weiterhin von mir regelmäßig Input und Inspiration für deine Mehrsprachigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören heute und ich freue mich auf dich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Multilingual Stories.